So, hallo und herzlich willkommen im Keller. Es ist dringend überfällig, dass ich mal wieder ein Dankeschön-Video mache, weil es sind inzwischen 4 Sendungen zusammengekommen, bei denen ich Dankeschön sagen muss, wobei 2 von einer derselben Person sind. Das ändert aber nichts daran, dass es trotzdem 4-mal was ist, wo ich Danke sagen muss. Ne? Übrigens, besagte doppelte Person, die hat's echt übertrieben, diese Person. Weil von der gab schon mal was, ne? Also legt Wert auf Anonymität, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das kann ich auch absolut nachvollziehen, aber zumindest, dass das schon sich da aufsummiert, auf diesen kleinen Aspekt muss ich jetzt schon mal eingehen, ungefähr so. Ja, die nicht chronologische Reihenfolge, ich mache das jetzt einfach so, wie es jetzt hier bei mir rumliegt. Die erste Sache, die angekommen ist, war dieser schöne Umschlag per Einschreiben. Ich habe schon gedacht, ich kriege irgendwelche bösen Briefe. War aber nicht böse Briefe. War ein schöner, dicker, fetter Umschlag aus China. Und das Witzige ist jetzt, das sind quasi Urlaubsgrüße aus China. Also nicht, dass ich irgendwie... Also ich krieg schon was aus China geschickt, aber halt weil eben die entsprechend... Ich habe also quasi einen kurzfristig chinesischen Zuschauer. Und das ist natürlich sehr cool. Also da sage ich nochmal herzlichen extra Dank auf jeden Fall, dass du das aus China... Das ist echt cool. Das ist sowas von cool. Ich heb auch auf jeden Fall diese Tüte auf, dann kann ich es beweisen. Ich habe Post aus China. Gut, jeder Idiot kann sich Zeug aus China bestellen. Das kostet ja bekanntlich nur 7 Cent Versandkosten und so weiter. Ne? Aber richtige Post aus China. Das hat nicht jeder. Das ist dann definitiv was wert. So, und mit wem ich hier rumfuchtel, das ist das Erste, was da drin war. Wenn man es richtig rumhält, kann man es besser lesen. Ich mag diese Nüssle. Lecker, lecker, lecker. Also ich mag generell Nussschokolade, ja, und diese Macadamia-Nuss. Die ist ja, das ist ja die Nonplusultra-Nuss. Jetzt sehe ich gerade erst, das ist was Japanisches. Ne? Also es muss ein größerer Urlaub gewesen sein, dass du auch noch an japanischen Krempel rangekommen bist. Jetzt, ich spekuliere ja nur, ne? Aber dann warst du scheinbar auch in Japan, ne? Also der Umschlag kam aus Hongkong. Vermutlich. Steht zumindest drauf. Also ich gehe mal schwer davon aus. Hongkong ist ja eh so ein Stadtstaat, so mehr oder weniger. Plus minus ein bisschen. Sollen bei 28 Grad lagern und der Rest... ist dann, wie ich bisher dachte, offensichtlich vielleicht gar nicht chinesisch, sondern japanisch, ne? Also ich kann das nicht auseinanderhalten, aber cool! Ja, sehr lecker! Also da freue ich mich schon drauf. Ich habe zwar inzwischen ein ziemliches Überangebot an Schokolade, aber die esse ich selber. Bei manchen anderen Sachen muss ich mir langsam mal den einen oder anderen Helfer dazu holen, weil sonst werde ich der Situation echt nicht mehr her. Hatten wir dieses Case hier, sage ich jetzt einfach mal. Das gefällt mir auch sehr schön und ich hatte eine spontane Eingebung, was ich da reinmache. Natürlich könnte man da jetzt diverse Ausrüstungen drin unterbringen und das Ganze so in den Rucksack schmeißen. Das habe ich ja aber schon mit einer anderen Tasche gemacht. Grundsätzlich ging das mit dem Ding hier aber auch wunderbar. Aber aufgrund dessen, dass hier prima meine Akkus reinpassen, und ich dann hier jetzt noch so diverse kleine Zusatztaschen habe, wo meine Speicherkarten drin sind, und ein sehr klein zusammengestecktes Miniatur-Deppenzepter wollte ich mir nämlich nochmal zulegen, weil ich das Ding gerne vergesse. Ich weiß, diese Dinger sind grauenvoll, ne? Selfie-Sticks sind die Geißel der Menschheit. Aber wenn du ein YouTuber bist, dann kannst du so ein Teil tatsächlich gebrauchen. Und im Wald sieht dich damit wenigstens im Regelfall keiner. Und sowas wollte ich mir da eigentlich theoretisch noch reinstecken und vielleicht noch ein bisschen was zu schreiben. Ne? Du weißt schon, was jetzt dann kommt. Ne? Da war auch noch was zu schreiben dabei. Weil, dann kann ich nämlich noch mein Waldnotizbuch quasi dafür auch die Schreibutensilien dann immer schön dabei haben. Also vielen, vielen Dank, das ist toll. Dann gab es ein Paracord-Armband. Das passt mir wie angegossen. Es ist nur ein bisschen mühsam, weil es wie angegossen passt, es zuzubekommen, wenn man es eben anlegen möchte. Deshalb spare ich mir das jetzt, das geht nämlich sonst eine ganze Weile. Und das Tolle ist, und da kann man jetzt sehen, es macht einen Unterschied, ob man China-Produkte im Internet sieht und dann bestellt. Oder ob man da vor Ort ist und sich das da vor Ort eben quasi zusammensucht. Weil das ist das hochwertigste, feuermachende Paracord-Armband, das ich je gesehen habe. Und das ist das dritte, das ich von dieser Sorte sehe. Weil
da funktioniert das Striker tatsächlich ganz gut und das macht auch wirklich ganz gute Funken. Also zum Vaseline-Watte anzünden reicht das vollkommen aus. Und es hat hier so einen kleinen Knopf und wenn man den rauszieht, ist da ein Hohlraum dahinter. Ich lasse ihn jetzt drin, der war schwierig genug, ihn in diese Position zu bekommen. Also es ist eine gewisse Fummlerei, aber es funktioniert. Darauf kommt es ja hauptsächlich an, das darf ja ruhig Fummlerei sein. Gerade bei so Mini-Ausrüstung, auf die ich also sehr stehe. Muss das eigentlich fast schon Fummlerei sein. Jedenfalls dahinter ist ein Hohlraum und da kann man seine Vaseline-Watte drin aufbewahren. Ich mache mir nachher noch welche rein, habe noch keine drin. Und auf der anderen Seite, das da unten quasi, das ist eine Pfeife. Ja, Paracord an sich ist klar, ne, Schnur. Und wie gesagt, das Striker funktioniert auch gut. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und ich habe das Gefühl, dieses Grün, wie würde das denn am Hut aussehen? Vielleicht ein kleines bisschen für den Hut, ein bisschen zu grell. Aber ich finde, das passt farblich hervorragend zu meiner Regenjacke. Also wenn ich meine Regenjacke anhabe und dann noch dieses... Also da freue ich mich. Da freue ich mich wirklich enorm drüber. So, was haben wir noch? Ach ja, das habe ich noch vergessen zu zeigen. Hier haben wir noch so zwei schöne Säckchen, die man ganz toll zusammen machen kann, um da drin alles möglichst zu transportieren. Kann ich auf jeden Fall auch hervorragend brauchen, gerade wieder mal so für Kleinkram, vielleicht auch im Rucksack. Ich schaue mal noch ein bisschen, was da so alles reinpasst, da muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Vielleicht kriege ich hier sogar einen kleinen Hobo unter. Das wäre natürlich sehr cool, weil die haben ja meistens ja, eine eher notdürftige Verpackung und so ein Säckchen, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Da lasse ich mir was Tolles einfallen. Ich finde die auch vom Design her sehr schön. Also mit diesen, ich sag mal ganz vorsichtig, asiatischen Symbolen, die da drauf sind. Ohne genaue Fachkenntnis, worum es sich genau handelt. Die gefallen mir ausgezeichnet, diese Täschle. Also auch da herzlichen Dank. Dann dieses tolle Gefäß. Das ist natürlich auch was richtig, richtig Cooles. Also so auf den ersten Blick, oh ja, da machst du große Streichhölzer rein. Da kann man aber, glaube ich, wirklich so alles Mögliche drin befestigen. Wasserdicht und super geschützt. Das scheint mir aus Aluminium zu sein. Und hat auch einen Dichtungsring. Da ist also, wie gesagt, auch alles wasserdicht drin. Also gerade so ein bisschen Notausrüstung. Da habe ich wieder ein Gefäß, wo ich Kleinigkeiten drin verpacken kann. Das mache ich ja so gerne. Also, oder vielleicht wird es ein Vaseline-Watte-Behälter. Mal überlegen. Jedenfalls, was gerade drin ist, sind Ersatzminen für... So. Diesen Mini-Kugelschreiber. Und den kriegt man in Funktion, indem man ihn etwas länger zieht. Und dann hat er auch wirklich eine schöne Länge zum Schreiben. Also reicht vollkommen aus von der Länge her. Kann ich super mitarbeiten. Freue ich mich auch sehr drüber. Ich habe leider mein Waldnotizbuch, das in der einen oder anderen Einstellung mal kurz in der Kamera zu sehen gewesen ist. Da notiere ich mir einfach immer gern Ideen, wenn mir bei welcher Tätigkeit auch immer, ich habe das eigentlich fast immer dabei, gerade irgendwelche Ideen kommen für ein Video oder wenn es ein etwas komplexeres Thema ist, bei dem ich ein bisschen recherchieren muss. Ich muss ja selten viel recherchieren, aber manchmal ein kleines bisschen. Und dann schreibe ich mir das auch gerne so ein bisschen strukturiert auf, damit ich dann beim Video den roten Faden nicht verliere. Manchmal brauche ich das, meistens nicht, aber wenn ich es mal brauche, dann wird das halt eben in diesem Buch notiert und vor allen Dingen auch so Ideen für irgendwelche Führungen und Touren und so ein Kram und organisatorisches, was zum Beispiel Schottland und so ein Krempel, das kommt dann alles in dieses Büchlein rein und dass ich darf, dann kann ich diesen Stift hier da auf jeden Fall als den dafür vorgesehenen Stift verwenden und der ist so schön klein, ich glaube, den kann ich sogar hinten ranstecken, dass ich den dann quasi automatisch immer dabei habe. Wenn nicht, kommt dann das Case. Also vielen Dank. Also Schreibmaterial, das ist mal was anderes und das kann ich auch wirklich hervorragend brauchen. Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe, falls ja, dann tut es mir leid, durch die vielen Sachen, die ich jetzt in letzter Zeit bekommen habe, ist das nicht ganz einfach zuzuordnen. Aber ja, also bis auf die Karte, die dabei war, die habe ich jetzt nicht in die Kamera heben wollen, weil das ist ja meins, ne? Aber war auch dabei. Und ist auch angekommen. Also auch alles prima, bruchsicher, schön verpackt und so weiter. Hat sich alles super gehalten beim Transport. Alles tippitoppi. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Auch die Idee aus dem Urlaub, mir was zukommen zu lassen, das finde ich also auch. Das ist toll. Ne? Also vielen, vielen Dank. Da freue ich mich also wirklich sehr. Und das kann ich alles ganz, ganz toll gebrauchen. So.
Dann kommen wir mal zum nächsten Paket. Das liegt hier jetzt gerade. Und das ist der Grund, weshalb ich dieses Dankeschön-Video nicht im Wald mache, weil das da, das hätte man ja noch raustragen können. Ne? Nicht, dass das deswegen schlecht ist, weil es klein ist. Das, ich mag ja Kleinigkeiten. Ich stehe da ja total drauf. Das Problem ist nur, im Wald drehen scheitert es bei diesem Paket. Das wiegt nämlich auch ein wenig was, weil offensichtlich war da die Luftpolsterfolie. Oder irgendwas in der Richtung alle. Denn, fangen wir mal damit an, Füllmaterial ist Schokolade. Also Polstermaterial quasi, ne? Damit das Paket auch voll wird. Und zwar, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, das waren, ja, das waren 6 so Päckchen. Tatsächlich habe ich einen schon aufgefressen, mit Hilfe, wohlgemerkt, mit Hilfe. Ne? Aber 5 davon habe ich noch und das war auch eben die kleine Anspielung bei dieser Schokolade, dass es mir an Schokolade derzeit wirklich nicht mangelt. Ne? Also einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und wie gesagt Nummer 6 ist schon gefuttert. Also die schmecken wirklich ganz, ganz, ganz lecker. Vielen herzlichen Dank dann schon mal dafür. Ne? Also da bin ich eine Weile am Fressen, dann sehe ich irgendwann so aus. Aber gut, muss mir da wirklich ein bisschen Hilfe holen. Dann Kaffee. Der kommt auch wie gerufen, weil ich möchte ja schon auch gerne so ein paar Sachen im Keller haben, die man dann auch für normale Menschen außer mir, also anders normale Menschen als ich, mal braucht. Und tatsächlich habe ich, wie ich festgestellt habe, lediglich 2 Kaffeesticks und 1 Kaffeebeutel vorsichtig ausgedrückt. Das ist sämtlicher Kaffee, den ich besitze. Jetzt habe ich genügend Kaffee. Das ist auch gerade eben mal gut, weil da fallen mir jetzt spontan mindestens 2 Personen ein, weiblicher Art, die man gerne mal in den Wald mitnehmen kann, die sich dann freuen, wenn man ihnen sowas einpackt. Und für sowas kann ich das brauchen. Ich persönlich bin kein großer Kaffeetrinker, aber naja, das wissen wir ja alle, wir Männer. Ne? Wenn Frau dabei, dann muss die rundum. Ne? Die hat ja selber nichts dabei, außer ihre Survival-Handtasche. Aber jedenfalls Kaffee hat die nicht dabei. Die würde auch nicht auf die Idee kommen, sich ja unterwegs einen Kaffee zu kochen. Ne? Die nimmt eine Thermoskanne mit. Diesen Spruch kriege ich jetzt wieder aus dem Maul. Ihr wisst ja, ist alles nur Spaß. So, dann, das hingegen trinke ich sehr gerne. Klingt extrem interessant. Chill-Out-Schokolade mit Lavendel. Also wenn ich mich mal wieder über Kommentare aufrege, dann trinke ich davon eine Tasse. Habe ich mir schon ganz, ganz, ganz fest vorgenommen. Ne? Also Schritt 1, nicht in den Keller rennen und Video drehen, sondern erstmal ne, in die Küche, Tasse heiße Schokolade, dann nochmal überlegen, ob man in den Keller rennt und Video dreht. Wobei das Gute ist, es ist ja kein Livestream, was ich so mache. Ne? Also selbst wenn ich mal ein Rage-Video drehe, das ist 2-mal vorgekommen in der Geschichte dieses Kanals, muss man das ja hinterher nicht zwingend hochladen. Ne? Das ist nämlich ganz praktisch dann eigentlich. Beim Schneiden denkst du dann nochmal über dein Leben nach und lässt es dann doch meistens sein. So, und, wichtig, damit du weißt, dass angekommen ist. Es gab hier 2 Umschläge. Umschlag Nummer 1, Umschlag Nummer 2. Alles angekommen, bin ich voll im Bilde und informiert und Inhaltsliste stimmt auch hervorragend mit dem vorhandenen Inhalt überein und vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Das ist alles ganz, ganz prima. So, und jetzt das sagen wir mal etwas Kuriosum, was hier dann noch drin war und der Grund für die große Kiste, also neben der Schokolade, die da offensichtlich unbedingt rein musste, ist dieses Teil. Was ist das? Also ich vermute, es ist der Zerstörer.
Das nennt sich Trucker's Friend. Da gibt es auch jede Menge entsprechende Videos in Englisch zu. Ich weiß gar nicht, ob es Deutsche gibt, habe ich keine gefunden. Habe Englische gefunden. Und zuerst habe ich gedacht, ja klar, das kannst du sicher brauchen. Das hat diverse Werkzeuge, da kann man Dinge mit tun, das kannst du sicher brauchen. So, dann habe ich mir mal die dazugehörigen Videos zu diesem Teil angeguckt und dann habe ich festgestellt, boah, sowas will ich haben, bis ich realisiert habe, halt Moment, das hast du ja jetzt. Und dementsprechend war ich damit jetzt auch schon ein kleines bisschen im Garten unterwegs und hatte Spaß. Also ich möchte es eigentlich als Demolition Tool bezeichnen wollen, wenn man es dann auf Englisch halten will. Ist ja ein US-Produkt, also USA, Made in USA, steht da ganz groß drauf. Trump wird sich freuen. Entschuldigung, keine Politik, böse. Wie dem auch sei, jedenfalls, das ist der Kaputtmacher schlechthin. Also, und Nägel einschlagen kann er, aber sonst kann er kaputt machen und Nägel einschlagen. Also, sehr cool. Laut Gebrauchsanweisung, also wie gesagt, Trucker's Friend nennt sich das Ding, ist das Ding hier, ich zähle auf, eine Axt, Hammer and Nail Puller, Pry Bar, also eine Brechstange für diejenigen, die das nicht wissen. Hammer and Nail Puller ist klar. Hammer, ne? Nägel ziehen. Hiermit, da kann man, glaube ich, ich hoffe, man kann es erkennen. Hier, das funktioniert auch prima. Ich hatte sogar einen Nagel, an dem ich das ausprobieren konnte. Den einen Nagel, den ich im Garten gefunden habe. Brechstange ist, glaube ich, das hier vorne. Ist das so gedacht, dass du das dann in irgendeine Ritze und aufbrichst. Das konnte ich noch nicht ausprobieren. Ich hatte leider nichts, was ich brechstangen konnte. Beziehungsweise, ich hätte es ja gerne am Gartenzaun ausprobiert, aber das ist einfach nicht so. Also im ersten Moment wäre lustig. Im zweiten Moment, so ein Gartenzaun kostet auch Geld, ne? Ich muss damit nochmal dringend im Wald ein bisschen rumhantieren. Jedenfalls Brechstange, ne? Dann ein Wire Twist. Ich habe leider keine Ahnung, was ein Wire Twist sein soll. Mir ist auch nicht klar, was von diesen Dingern, die da dran ist. Ich vermute mal dieses Ding hier, also diese Kerbe, was davon ein Wire Twist ist. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Das hat auch keiner in den entsprechenden Videos gezeigt, was man damit genau tut, mit diesem Wire Twist. Aber ich habe da keine Wires gesehen. Ice and Debris Remover. Ja, dass du damit so ziemlich alles removen kannst, ist mir klar. Tire Chain Hook. Ich vermute, das ist dieser Haken hier. Mit dem kannst du halt auch irgendwas einhaken und aufbrechen und kaputtbrechen. Ja, und Heat Treated for Extra Strength. Also das macht wirklich einen extrem robusten Eindruck, dieses Ding. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das irgendwie zerstören kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Das hat man versucht. Shock Absorbing Grip. Kann ich bestätigen. Ich habe damit auch schon ein bisschen Holz gehackt. Da spürst du nichts in der Hand. Das ist also dieser Griff. Der ist ja Shock Absorbing. Rust Resistant Mate Finish. Hab damit auch schon ein bisschen im Dreck rumgekloppt, mehr oder weniger unfreiwillig, aber das hat ihm auch überhaupt nichts ausgemacht, kurz abgewaschen und fertig und also wirklich saumäßig robust und macht richtig Spaß, das einfach, also einfach in der Hand zu haben und fröhlich damit rumzuwedeln. Scheinbar hatten sie früher noch drauf, also die Dinger, die ich in den Videos gesehen habe aus den USA, bei denen stand wohl noch dabei, da gab es mehr Text als nur diese paar Worte. Da stand wohl noch dabei als Tierabwehrwaffe. Und das ist wirklich, was habe ich mir auch schon von meinen Gedanken gemacht, als ich das Ding mal ein bisschen in der Hand gehabt hatte. Na, also wenn du damit, ne? Also Wildschwein möchte ich damit auch immer noch nicht kloppen. Wobei, also gerade eben mit diesem Hammer, ne? Da hilft dann ein, also das da, wenn du damit mit Wucht zuhaust, das ist schon sehr, aua. Aua. Aber mal, um das Thema noch zu Ende zu denken, gegen den Wolf hilft so ein Teil mit Sicherheit. Also das, wenn du damit dem einmal klopfst, dann haut der ab, wenn er das noch kann, zu diesem Zeitpunkt. Also, ne, wenn er einem vorher nicht die Kehle aufgerissen hat und man ihn überhaupt getroffen hat. Aber falls das klappt,
Falls das klappt, dann wäre theoretisch, nicht, dass ich wirklich einen Wolf damit kloppen möchte, jetzt glaubt das bloß bitte keiner, aber nur theoretisch, ich denke ja über die Möglichkeiten von diesem Ding nach, ist das durchaus ein gegen große Tiere Self-Defense-Tool. Ne? Adapter spielt schon eine Rolle, denkt man schon drüber nach. Also wenn die Zombies kommen, neben meinem Schwert, habe ich dann auch das Ding dabei. Ne? Das ist extrem cool, dieses Ding. Also ich wusste zuerst echt nicht so ganz, was mache ich jetzt damit? Aber wer sich jetzt hierfür interessiert, ne, der Truckers Friend, du hast es als kleiner gelber Tod bezeichnet. Das ist ein schöner Name, den werde ich, glaube ich, also entweder Kaputtmacher oder ich nenne es auch der kleine gelbe Tod. Das ist wirklich ein cooles Teil. Sehr cooles Teil. Bei nächster Gelegenheit kommt das mit in den Wald und wenn ich da irgendwelche, wir haben ja gerade ein bisschen Totholz rumliegen, dankenswerterweise ist manchmal so ein Sturm gar nicht schlecht, da werde ich dann da mal noch ein bisschen mit rumprobieren. Eine Kleinigkeit, ein Objektiv vielleicht ein bisschen nicht so gut, ist arg stumpf. Arg stumpf. Also wirklich, wirklich arg stumpf. Da müsste man eigentlich fast mit einer Schleifmaschine noch mal ein kleines bisschen drüber gehen. Ja, das ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so unbeabsichtigt, dass das relativ stumpf gehalten ist, dass es jeder für sich in der entsprechenden Schärfe anschleifen kann, wie er es gerne haben möchte. Rasiermesserscharf kriegt man das wahrscheinlich eh nicht, aber ein bisschen schärfer wäre schon ganz schön. Dann ist die bestimmt wirklich tippitippitoppi, auch zum kleinere Mengen Holzspalten eben entsprechend gedacht, geeignet. Und man kann sich da durch die Brombeeren seinen Weg frei hacken und ohnehin alles damit kaputt hacken. Fand es auch ganz witzig bei den entsprechenden Ami-Videos, die haben gesagt, das wäre lightweight. Also für meinen Geschmack ist das Teil schon relativ brachial und schwer. Aber wenn man sich schon ein bisschen, wenn man da länger mit hantiert und so weiter und so fort, so schwer ist es jetzt auch wieder nicht. Es ist halt ein Werkzeug. Aus Stahl. Dementsprechend wiegt es halt das, was es dann nun mal wiegen muss, wenn es massiv ist. Aber ja, also sehr cool. Sehr cool. Jetzt kann ich noch ganz viel zu diesem Ding hier erzählen, aber irgendwann muss ich mal fertig werden und deswegen war ich sehr, 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 sehr cool. Also wenn die Zombies kommen, ich freue mich schon richtig auf die Zombies. Ja, das ist nicht sehr... Achso, und da ist übrigens noch so ein Klingenschutz dabei, den man nicht braucht, weil die so stumpf ist. Aber... großartig, trotzdem. Ne? Super. Super, 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 super. Das mit dem Stumpf wollte ich nur einfach erwähnen für denjenigen, der sowas vielleicht auch haben will und dann hinterher nicht enttäuscht ist. Aber ich verwende das garantiert auch nochmal in irgendeinem Video, wenn ich mal wieder dringend das Bedürfnis habe, was kaputt zu machen. Also wirklich arg cool. Arg cool. Gerade Paletten kann man damit toll auseinandernehmen. Ich habe keine Paletten. Ich muss auch nie Paletten auseinandernehmen. Aber man kann es. Oder irgendwo einbrechen, wenn die Apokalypse da ist und so weiter. Bin ich ein Plünderer. Nicht ein Prepper, sondern ein Plünderer. Die Prepper werden jetzt gleich vor Entsetzen aufschreien. Nein! Die Plünderer sind doch die Bösen. Entschuldigung. Ben kommt ins Labern. Ja, gut. Dann haben wir immerhin jetzt mal zwei Sachen durch. Dann, das ist erfreulicherweise was Kleines. Das war in der chronologischen Reihenfolge das Erste. Da war man der Meinung, ich brauche eine kleine Stärkung. Und das ist auch richtig und vielen herzlichen Dank. Nämlich, ich hatte auch keins mehr. Energy 5, ne? Das habe ich jetzt schon so oft in die Kamera gehalten. Da fasse ich mich kurz. Kann ich immer brauchen. Vielen Dank, super toll und freue ich mich. Und da finde ich auch die Dose so schön. Aktion Eichhörnchen. Vorräte anlegen. Meistermacher Vorratsbrot, westfälisches Vollkornbrot. Damals 1961. Mit dem Eichhörnchen drauf. Also diese Dose, die finde ich so dekorativ. Wenn die mal leer ist, dann stelle ich mir die auf jeden Fall irgendwo aus dekorativen Gründen noch hin. Die sieht auch so ein bisschen aus, als wäre die ja wirklich so quasi von 61, so vom Design her. Das könnte man sich ja vorstellen, finde ich. Also geht mir zumindest so. Gerade auch vor allen Dingen diese Seite hier. Was da drin? Brotdelikatesse aus frisch vermahlenem Roggenvollkorn, schonend gebacken, lange verzierfrisch und tafelfertig geschnitten. Inhalt, Roggenvollkornschrot, Wasser, Salz, Hefe. Fertig. Der Rest sind noch keine Spuren.
von allem Möglichen enthalten, ohne Konservierungsstoffe. Ja klar, das ist halt das Schöne bei diesen Dosen. Da brauchst du eigentlich keine Konservierungsstoffe mehr, weil wenn du das da heiß einfüllst, dann lebt da nichts, Deckel drauf, völlig hermetisch abgeschlossen, kann nichts passieren, hebt ewig. Also 30 Jahre plus, sage ich jetzt mal. Jedenfalls, das hier war noch dabei und das ist Matcha-Tee, den ich wahrscheinlich auch nicht korrekt japanisch ausspreche. Kommt ganz ursprünglich, ich habe mich da halt schlau gemacht, weil nachdem das Zeug schmeckt, wollte ich da auch ein bisschen was drüber wissen, kommt ganz ursprünglich aus China, wurde dann nach Japan importiert, beziehungsweise Japaner haben es übernommen, haben es für ihre Teezeremonie im Rahmen des japanischen Buddhismus, sage ich jetzt mal vorsichtig, oder Shintoismus, ich weiß jetzt nicht, ob die Teezeremonie shintoistisch oder buddhistisch ist, die Shinto-Religion ist ja quasi als oberste Gottheit mehr oder weniger der jeweilige japanische Kaiser, der da angebetet wird. Ist ja vielleicht mal ein bisschen alternativ, ist auf jeden Fall ganz interessant. Und eins von beiden oder beide beinhalten halt eben auch die zeremonielle Zubereitung und den entsprechenden Verzehr von Tee als Ritual, sage ich jetzt mal vorsichtig. Man kann sich mit der Teezeremonie ganz ausführlich auseinandersetzen und da will ich jetzt auch nichts Falsches erzählen. Jedenfalls wird da so ein Tee verwendet. Und dementsprechend war der in Japan eigentlich seit dem Mittelalter, spätestens japanisches Mittelalter, immer sehr beliebt und ist jetzt aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung von dem Zeug und der Tatsache, dass jetzt der Rest der Welt das auch langsam für sich entdeckt, dieses Getränk wahrscheinlich eben auch durch diese exotisch und faszinierend anmutende Teezeremonie eben hier drauf aufmerksam geworden ist, wird er jetzt wirtschaftlich interessant und wird jetzt auch wieder in China angebaut. Ne? Meiner hier ist aus China und das ist ein grüner Tee. Und wir können mal reingucken, weil die Dose ist schon offen, weil ich da schon ein bisschen was von getrunken habe. Noch nicht allzu viel, aber das werde ich jetzt vertiefen in nächster Zeit. Dann ist die dann nämlich auch bald leer. Hält sich nicht sehr lange. Muss man also auch etwas zügig verbrauchen. Und hier raucht es quasi schon raus, weil das wirklich ein extrem feines Pulver aus grünem Tee ist. So fein, dass jeder Lufthauch das sofort aufwirbelt quasi. Auch sehr feuchtigkeitsempfindlich, verklebt dann relativ schnell und damit kommt dann auch die nicht sehr lange Haltbarkeit entsprechend zustande, sondern auch im Kühlschrank aufbewahren, steht hier drauf, nach dem Öffnen verschlossen im Kühlschrank aufbewahren, Zutaten 100% Matcha-Tee. Das ist doch mal eine schöne Zutatenliste. Ja, und hier sind ein paar kleine Anekdoten zu Tee. Das hat zwar eigentlich jetzt nichts mit dem Dankeschön-Video zu tun, aber ich will es jetzt trotzdem erzählen. Krümeltee ist sozusagen ganz weit da drüben und Matcha-Tee ist ganz weit am anderen Ende, so von der Qualität her gesehen ungefähr. Krümeltee ist ja streng genommen kein Tee, weil Tee ist, um Tee zu sein, muss er von der Teepflanze auch wirklich stammen. Das heißt, nur Schwarztee, Grüntee und ja, alles was aus den gleichen Pflanze, aus dem gleichen Rohstoff entsprechend hergestellt wird, ist wirklich Tee. Alles andere ist ein Aufgussgetränk, teilweise mit Teegehalt. Bei Schwarztee werden die Blätter vom Teestrauch geerntet und angeknüllt. Die werden mechanisch verletzt. Also entweder machst du kurz so, knüllst es zusammen und schmeißt es dann hin, dann ist es auch entsprechend verletzt. Und dann passiert Folgendes. Beim Trocknen, beim Aufbewahren, beim Lagern des Tees, beim ausgebreitet liegen lassen, durch die Verletzung der Blattoberfläche können da, vorsichtig ausgedrückt, Keime, sage ich jetzt mal, eindringen. Ich glaube, es ist größtenteils ein Pilz, der für diesen Prozess zuständig ist. Und das führt dazu, dass das Material da drin, dass diese Blätter umgesetzt werden. Die werden langsam abgebaut. Es findet eine, weiß nicht genau welche, aber es findet eine Gärung statt. Und dann werden sie doch getrocknet. Und zwar so durchgetrocknet, dass dieser Abbauprozess gestoppt wird. Wir haben also ein angegammeltes Blatt und daraus machen wir unseren Schwarztee, sozusagen. Also im Endeffekt ist es tatsächlich eben so und schmeckt ja trotzdem sehr gut. Ich trinke Schwarztee auch entsprechend sehr gerne. So, bei Grüntee macht man die Blätter nicht kaputt und trocknet sie direkt.
Dadurch, dass dieser findet dieser Gammelprozess also quasi nicht statt. Man kann das geschmacklich, wenn man sich das so einbilden mag, ich bin geschmacklich, da kann man sich ja super drüber streiten, dahingehend schmecken, dass der Schwarztee etwas stärker ist, etwas intensiver schmeckt, der grüne Tee tendenziell etwas milder ist. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Zumindest habe ich den Eindruck. Mir schmeckt das so. Gut, und jetzt gibt es nochmal diesen Matcha-Tee. Der ist jetzt nochmal, das ist ein grüner Tee, ne? Also heißt, die Blätter werden schon mal nicht angegammelt. Aber der ist jetzt nochmal anders. Was macht man da jetzt bitte schön? Bevor man die Blätter erntet, beschattet man den Teestrauch. Und dann passiert Folgendes, im Schatten wird in den Blättern mehr Chlorophyll eingereichert, weil die versuchen jetzt noch Photosynthese zu machen, trotz fehlendem Licht und geben quasi nochmal alles, packen sozusagen mehr Ressourcen in die Photosynthesefähigkeit ihrer Blätter und das Resultat ist, dass man dann sehr voll materialreiche Blätter bekommt, vorsichtig ausgedrückt. So ein Blatt besteht normalerweise zu 98% Massenanteil aus Wasser oder 90% oder da gibt es ganz viele verschiedene Angaben, jedenfalls ganz, ganz großen Teils aus Wasser, weil die Zellen pumpen sich mit Wasser auch voll und es ist relativ wenig Trockenmasse in so einem Blatt. Wird es jetzt allerdings zum Schattenblatt, dann wird da noch jede Menge eben Trockenmasse reingepumpt, damit die Blätter möglichst gut Photosynthese machen können. Sie kriegen einen vergleichsweise hohen Anteil an die Trockenmasse, die man dann schließlich in so einem Döslein werben oder sie schenken lassen kann. Und diese Trockenmasse ist ja letztendlich das, was für den Geschmack angibt. Ne? Dass da Wasser drin ist, das kann es geschmacklich ja wurscht sein, wie Wasser schmeckt. Das wissen wir ja alle. Und die Blätter werden dann auch getrocknet. Dann dahingehend pulverisiert, dass man dann sämtliche Blattäderchen rausnimmt, rausfiltert, also mit Luft, ne, werden die quasi rausgeföhnt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und was dann wirklich gemahlen wird und zu diesem extrem feinen Pulver verarbeitet wird, ist dann die reine photosynthetisch aktiven Blattzellen, die dann eben dieses sehr intensiv schmeckende, aber auch sehr milde Teepulver eben ergeben. Und anders als den anderen Tee wird der nicht aufgebrüht und man trinkt dann den Sud, sondern man schmeißt das wirklich direkt ins Wasser, verrührt es da und kriegt da quasi, naja, eine Lösung ist es nicht, aber so trinkt es sich zumindest ungefähr. Es gibt einen sehr grünen Tee, der sieht dann auch sehr, sehr grün aus. Leicht schäumig, wenn man es richtig aufgeschlagen hat und mir fehlt noch ein entsprechendes Gefäß und so ein lustiger Bambus-Schneebesen, sage ich mal vorsichtig. Das muss ich mir noch zulegen, weil das Zeug schmeckt schon wirklich richtig, richtig gut. Ja, und um mich jetzt noch ein bisschen kurz zu fassen, bevor das jetzt wirklich ins Bodenlose ausartet, ist das halt ein sehr bekömmlicher Tee und den werden jetzt mal wieder diverse, fast schon wundertätige Eigenschaften zugeschrieben. Das meiste davon halte ich für Blödsinn. Nichtsdestotrotz kann man auch vieles, was der angeblich toll kann, wissenschaftlich erklären. Und dazu gehört, dass das Koffein, was hier drin ist, das erstens mal ziemlich viel ist für einen Tee, über einen längeren Zeitraum erst an den Körper abgegeben wird, weil die Koffeinmoleküle in diversen anderen Molekülen außenrum eingeschlossen sind und bis die dann da quasi rausverdaut sind, ganz vorsichtig ausgedrückt, das dauert ein Weilchen und damit wird das nach und nach freigesetzt und macht einen quasi sanfter und über einen längeren Zeitraum wach. Und wenn man daran glaubt, dann funktioniert das natürlich noch viel besser. Und da ich ein großer Teefreund bin in dieser Hinsicht, glaube ich da sehr wohl dran und dann funktioniert das sogar bei mir. Auch wenn rein wissenschaftlich gesehen der Koffeingehalt immer noch ein kleines bisschen niedrig ist und ich weiß, dass normalerweise solche wenigen Koffeinmengen nicht großartig ausreichen, um mich nennenswert spürbar wacher und aufmerksamer zu bekommen, aber ich bilde es mir trotzdem ein und der Glaube, der versetzt ja bekanntlich Berge und in diesem Zusammenhang vielen, vielen herzlichen Dank eben für einmal Matcha-Tee. Und von derselben Person kam dann etwas später noch ein Paketchen. Jetzt muss ich mal ein kleines bisschen umbauen. Dieses Messer kennt ihr schon. Also wenn ihr die Dankeschön-Videos, die ich so mache, verfolgt. Ne? Das ist, ich habe vergessen, wie es heißt. Pathfinder? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, das ist ein super Outdoor-Victorinox-Taschenmesser mit arretierender großer Klinge. Mit
einer, na, wo ist sie? Schönen langen Säge und hat auch noch Flaschenöffner, Kapselheber. Das ist ja dasselbe, ein Dosenöffner dran, hat hier den üblichen Zahnstocher, die übliche Pinzette und auf der Rückseite eine schöne Ahle und einen Kreuzschraubenzieher. So, ganz kurz gefasst. Was ich interessant finde, das ist ein vergleichsweise großes Schweizer Taschenmesser, ne, die lange Version. Die gibt es ja in diesen zwei Größen, die normalen sozusagen. Die ganz, ganz kleinen gibt es auch noch, okay, die zähle ich jetzt nicht mit. Und dann halt eben diese großen hier für die ambitioniertere Anwendung. So, und jetzt ganz interessant, und ich hatte keine Ahnung, dass es das gibt. Das hier habe ich jetzt geschenkt bekommen. Und das hier von derselben Person, die mir auch schon dieses Messer und das andere Messer, das da noch dabei war, auch schon geschickt hat. Eieieiei, du übertreibst wirklich. Jedenfalls, dieses Messer ist jetzt auch nochmal ganz, ganz was Interessantes. Da hatte ich nämlich keine Ahnung, dass das existiert. Da ist auch ein Schweizer Kreuzchen drauf. So, es ist aber nicht von Wenger, wenn ich das richtig verstehe. Und es ist auch nicht von Victorinox, sondern von Switzer. Ups, kann man nicht sehen. Jetzt. Ich hatte keine Ahnung, dass eine Firma namens Switzer existiert. Ne? Authentic Swiss Knife, made in Switzerland, offensichtlich strive for perfection. Ich muss mal auf diese Internetseite auch mal gucken, das habe ich noch gar nicht gemacht. Jedenfalls ist das offensichtlich das dritte Modell von Schweizer Taschenmesser, das offensichtlich existiert, weil da liegt es. Ne? Also ich hatte keine Ahnung und tatsächlich, im Grunde sind es ähnliche Funktionen, wie zum Beispiel bei diesem. Ich finde aber unglaublich interessant, jetzt ist es auch ein Bild, dass das hier halt einfach nochmal viel kleiner ist. Ne? Also man hat nahezu sämtliche Funktionen von dem großen auf weniger Raum. Also einfach als kleineres Messer muss man weniger mitschleppen. Passt wirklich in meiner Meinung nach so ziemlich jede Hosentasche. Das hier ist ja dann schon ein kleines bisschen größer. Also das kann echt eine Rolle spielen. Für mich tut es das auch, weil im Alltag ist mir das Messer für zum Beispiel in die Stadt mal eben gehen oder was eigentlich schon fast zu groß. Trotzdem mag ich die Funktionen, die hier dran sind. Dann wäre das hier echt eine richtig tolle Alternative. Außerdem mag ich die Farbe und das Material fühlt sich anders an. Das ist so eine Art Gummi. Also fühlt sich zumindest gummimäßig an. Das hier ist ein harter Kunststoff, ne? Also der gibt in keinster Weise nach und das hier ist so ein bisschen gummiert zumindest. So, was kann denn das? Das kann zunächst mal natürlich eine Klinge, kann es. Und interessant ist jetzt, dass es hier nicht diese übliche Mulde gibt, wo man den Finger reinstecken kann, sondern ein Loch. Und Switzer steht da entsprechend drauf. Also sehr schick, sehr, sehr, sehr schick. Und das ist für ein Schweizer Messer extrem scharf. Also die sind ja immer durchaus gut scharf, aber das ist so richtig, richtig übel scharf. Also das ist mir auf jeden Fall schon mal als Unterschied aufgefallen. Die schleifen die Dinger noch mal ein bisschen heftiger. Wirklich sehr, 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 sehr scharf. Gut. Also die Klinge arretiert. Mit einem Liner-Look. Der ist ein kleines bisschen fummelig wieder zuzubekommen. Macht aber überhaupt nichts. Ne? Man will sein Messer ja nicht super, super schnell zu haben. Und es gibt eine Säge. Und was ich jetzt hochinteressant finde, deshalb dieses Messer ist trotzdem toll. Ne? Also ich will nicht an diesem Messer rumnörgeln. Ich will nur Unterschiede aufzeigen. Nämlich, wenn man hier die Säge zumacht, dann steht die in diesem Bereich ein bisschen ab. Und damit kann man dann prima, vermute ich, habe ich noch gar nicht ausprobiert, den obligatorischen, und wie gut, Firesteel entsprechend anreißen. Und das ist deswegen interessant, beziehungsweise um nicht zu sagen besser, als bei diesem hier, weil du hier, um einen Firesteel anreißen zu können, die Säge ausklappen musst. Und die Säge arretiert nicht. Hat man also einen Firesteel, auf den man viel Druck ausüben muss, dann klappt einem die Säge zu.
Man kann sich da behelfen, indem man dann hier noch ein Stückchen Holz dran macht oder man sie so halb zuklappt und quasi dann in diesem Zustand noch einen Ast einklemmt und so weiter. Also da gibt es auch Möglichkeiten, aber ohne Hilfsmittel bei einem Feierstil, der viel Druck braucht, ist das bei diesem Messer ein bisschen umständlicher, sage ich mal. Es geht ja trotzdem. Hier hingegen kann man sie einfach wirklich im geschlossenen Zustand wunderbar eben als Striker verwenden auf diese Art und Weise, beziehungsweise, ne? Also das funktioniert so gut, das ist schon bemerkenswert. Jetzt habe ich mir leider ein kleines bisschen dreckig gemacht. Was kann es noch? Es hat, sehr interessant, die Ahle hier unten, also da wo bei den Victorinox-Messern in irgendeiner Form der Schraubenzieher oder der, also beziehungsweise der Flaschenöffner-Schraubenzieher oder der Dosenöffner-Schraubenzieher sich befindet, gibt es hier halt eben die Ahle mit Loch. Mit dieser ja, recht breiten Kante zum Aufmachen. Ob die gut funktioniert, das weiß ich nicht. Ist aber auch sehr, sehr scharf angeschliffen. Also das ist auch als Minimesser benutzbar. Also wirklich schon sehr, sehr scharf angeschliffen. Und ja, interessant. Arretiert nicht. Ist echt mal einfach eine alternative Form des Messerdesigns. Das ist hier der Flaschenöffner und Schraubenzieher von der Version, also von dem Switzer-Messer. Und hier gibt es auch den Dosenöffner, der ein bisschen größer ist, bilde ich mir ein, als beim Victorinox-Modell. Gucken wir mal nach. Ja, er ist ein bisschen größer. Ja. Der funktioniert mit Sicherheit auch. Wüsste nicht, wieso der nicht funktionieren sollte. So, also sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Auf der Rückseite gibt es hier aber nicht den Schraubenzieher, sondern den klassischen Korkenzieher sozusagen. Auch interessant. Und jetzt haben wir hier keinen Zahnstocher, aber wir haben hier auch eine in der Innenseite verbaute Pinzette. Die macht auch einen sehr guten Eindruck. Und ist vorne leicht angeschrägt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Also im Detail haben sie sich hier schon so ein paar Gedanken gemacht und haben also Ideen vom normalen Schweizer Messer, das man kennt, also das Victorinox-Messer, scheinbar genommen oder vielleicht haben die es auch erfunden, das weiß ich nicht, und haben es einfach ein bisschen anders umgesetzt. Und also, warum finde ich das jetzt großartig? Weil allein schon von den Messersammlern ist das unglaublich interessant, einfach mal so eine völlig alternative Umsetzung eben vom klassischen Victorinox-Messer. Das ist richtig, richtig spannend. Ich hatte keine Ahnung, dass das existiert. Und da werde ich bestimmt viel Freude haben an diesem entsprechenden kleineren Outdoor-Messerchen, was sämtliche wichtigen Outdoor-Funktionen eben enthält, inklusive einer besseren Option mit dem Firestyle umzugehen. Ah, schon schön. Schon schön, ne? Ersetzt das nicht. Ersetzt auch das andere Schweizer Messer, das habe ich jetzt gerade nicht da, das ich auch schon von dir bekommen habe. Ersetzt das auch nicht. Aber jetzt habe ich also wirklich für jede Situation das passende Schweizer Taschenmesser. Also da hast du sowas von übertrieben. Das Schlimme ist jetzt aber, er hat noch mehr übertrieben. Also für diejenigen, die nicht sich jetzt angesprochen fühlen, ne? Also, das ist ja schon irre, ne? Also diese ganzen Messer, tippitoppi, wirklich super, ich bin begeistert. Aber, sagen wir es mal so, ne? Im Bereich der Klappmesser, so wie diese hier, sind das ja schon normale Messergrößen, ne? Damit kann man ja auch wunderbar arbeiten. Bisher galt ja so quasi als ein wirklich schon sehr großes Klappmesser, wo viele Leute sich dann denken, boah, wie riesig ist das denn, wenn du das mal so eben rausholst zu irgendeinem entsprechenden Anlass, ne? Also ein Opinel Nummer 12 mit der 12 cm Klinge. Es gibt ja auch noch das Opinel Explorer, ne? Das ist ja theoretisch auch ein 12er Griff, aber nur eine 10 cm Klinge. Und die richtige 12 cm Klinge für ein Klappmesser ist das halt schon eine Oschi, ne? So ein Messer braucht man eigentlich nicht, es sei denn, man möchte irgendwas kompensieren. In meinem Fall fehlende technische Fähigkeiten. Dann brauche ich wenigstens ein großes Messer, wenn ich schon damit keine Wunder bewirken kann. Ne? Und
muss ich eigentlich jetzt mal wirklich demnächst mal wieder ein wenig pflegen. Wie dem auch sei, bisher war das meiner Meinung nach so das Nonplusultra, was du haben kannst, wenn es um große Klappmesser geht, wo du so richtig krass mit unterwegs bist, so in Anführungszeichen. Ne? Das habe ich auch schon wirklich viel benutzt. Der Griff ist auch schon etwas abgenutzt. Ich habe ihn ein kleines bisschen modifiziert. Also nicht wundern, normalerweise sieht er etwas anders aus. So, ich wusste, theoretisch gibt es da noch was Krasseres. Und jetzt müssen wir noch rauszoomen, weil das passt sonst nicht ins Bild. Und ich habe mich an den Schlag getroffen, als ich diese Box gesehen habe. Ne? Und dann habe ich gelesen, was ist das denn? Ne? Opinel, ja, aber warum sind die Packungen so groß? Sind da mehrere drin? Und dann habe ich gelesen, Nummer 13. Und ich weiß natürlich, was das Opinel Nummer 13 ist. Und viele von euch werden das wahrscheinlich auch schon mal gesehen haben. Inzwischen ist es ja nicht mehr ganz so unbekannt. Vielleicht kurz zur Geschichte. Ursprünglich ist dieses Messer konzipiert worden, sozusagen als Ausstellungsstück, als Werbegag, den man sich in die Vitrine, wenn man ein Geschäft hat, das Messer verkauft, ne, kann man sich in die Vitrine dieses Ding legen, sozusagen als Jux, um darauf aufmerksam zu machen, wir verkaufen auch Opinel-Messer. So, allerdings, die Kunden fanden das Teil toll und deswegen wollten viele Leute sowas haben, weshalb inzwischen die Dinger auch, ja, sagen wir mal, zu bekommen sind. Ist, glaube ich, gar nicht so einfach, an das ranzukommen. Ich habe es jetzt natürlich nicht versucht, im größeren Maßstab, weil ich habe es ja jetzt geschenkt bekommen. Und das ist also wirklich so ein Ding, das wollte ich schon immer mal haben. Ich habe mir immer gedacht, ach, das ist unvernünftig, das brauchst du eigentlich nicht. Und das hast du ja auch dazu geschrieben, lieber Schenker, dass das ja eigentlich mehr so ein Dekoartikel ist. Aber ach, das ist schon was ganz Großartiges, das Teil. Das riesigste Klappmesser des Planeten. Soweit ich weiß, das Opinel Nummer 13, ja, das ist einfach nur übertrieben riesig. Das ist ein großes Klappmesser. Das ist ungefähr so lang wie das Opinel Nummer 13 im geschlossenen Zustand. Also, ne, dieses Teil, das ist halt echt übertrieben. So, interessant ist jetzt, dass da quasi schon extra dabei steht. Moment, ich muss raus. Andersrum. Dass da schon dabei steht auf der Packung, Moment, ich zitiere: Edelstahlklinge, lackierter Buchenholzgriff, ideal zum Grillen und zum Schneiden von Fleisch und Käse. Also es gibt ein Anwendungsgebiet. Achtung, beim Umgang mit dem Messer Nummer 13 ist Vorsicht geboten. Vorsichtig öffnen und schließen, ja, das ist angemessen. Dabei die Spitze der Klinge nicht zum Körper richten. Ja, ist auch angemessen. Sonst erstichst du doch die zwei Leute, die hinter dir stehen. Verwenden Sie dieses Messer nicht zum Hauen, wie etwa ein Hackbeil. Und wenn man sich jetzt auf YouTube ein bisschen umguckt, was ich ja natürlich auch schon vorher getan hatte, jetzt nicht extra, weil ich dieses Messer bekommen habe, es gibt wohl Videos, in denen, ne, der halbe Wald abgeholzt wird mit so einem Messer und das funktioniert auch. Das sollte man eigentlich nicht tun. Ich muss zugeben, es juckt mich ein kleines bisschen in den Fingern und ich werde vielleicht mal das eine oder andere kleine Objekt mal ein so ein bisschen vorsichtig damit bearbeiten. Aber in erster Linie ist das halt ein großes Fleischmesser für die Küche. Ne? Und halt noch ein Dekoartikel und ein Gag. Interessant ist, dass der Buchenholzgriff hier so richtig schön interessant lackiert ist. Hat gefühlt auch ein bisschen nochmal eine andere Farbe, als von den Standard-Opinel-Messern man das gewöhnt ist. Die sind ja so ein bisschen, na, vorsichtig ausgedrückt, rötlicher. Klarlack haben sie hier wohl eher genommen. Also fühlt sich wunderbar schön weich an. Ist ein, ja, besonders Grip hast du da halt nicht, ne? Ist ja auch kein Haumesser, ist ja nicht dafür gedacht. Das ist halt zum schönen Aussehen und das tut es ja auch. Und hier noch diese schöne Strippe dran. Und also das ist wirklich ein wunderschönes Ding und du kriegst einfach die Krise, wenn du dieses riesige Ding hier anguckst. Naja, machen wir es mal auf und man soll, wie gesagt, nicht damit auf Zombiejagd gehen, aber man könnte es. Tada! Und auch nochmal sowas richtig Paradoxes bei diesem Messer.
das Ding ist nach deutschem Waffenrecht ja vollkommen legal, weil es ist ja nicht feststehend. Die 12 cm Größe, die gilt ja für feststehende Messer. Und Einhand ist das ganz bestimmt auch nicht. Also Einhandöffner. Einhandbedienung gerade noch so, wobei man es auch Zweihand bedienen könnte. Dieses Ding ist einfach nur abartig. Ich finde das so cool. Man sollte sich das nicht kaufen. Man braucht das nicht. Aber es ist so cool. Also so als, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, also nicht, dass ich das jetzt haben wollte. Und du hast es maßlos übertrieben, aber das ist schon ein extrem cooles Geschenk. Ein extrem cooles Geschenk. Ist genauso scharf wie alle anderen Opinel-Messer auch. Und jetzt sind wir mal ehrlich, also wenn du mit diesem Teil hier, diesen hier, das sollte schon eine gewisse Wirkung, vorsichtig ausgedrückt, tatsächlich haben, zumal das halt auch wirklich gut funktioniert. Es gibt auch schöne Videos, wo man quasi von Schwertkanälen, wo man mal spaßeshalber mit dem Opinel Nummer 13 als Kurzschwert quasi arbeitet und das metzelt sich durch so ziemlich alles, was der da an Testmaterialien hat, zum Kaputthauen und deswegen... Ich möchte es gerne eigentlich nur dekorativ ins Regal legen, aber ich werde es auch mal, ich muss es mal auch irgendwie in irgendeiner Form aus Jux und Tollerei mal für irgendwas auf. Das hat so einen Griff wie so ein Zweihänder in der Anführung. Sehr cool. Auch wie dick dieser Griff ist, ne? Ich habe ja jetzt so kleine Hände nicht, aber das ist einfach halt kein normaler Messergriff mehr. Das ist so ein richtiger Trümmer. Unglaublich cool, dieses Ding. Inox-Klinge. Und ja, das Viroblock-System halt ein bisschen massiver als sonst. Saumäßig tolles Ding. Klingenlänge 22 cm. So, nur noch mal zum Vergleich, dass euch das klar ist. Das ist ein Klappmesser. Das ist das größte feststehende Messer, also das längste feststehende Messer, was ich habe. Auch durchaus eine Länge, die meiner Meinung nach noch so maximal zu rechtfertigen ist bei feststehenden Messern. Noch länger ist ja dann eigentlich wirklich, da will man dann irgendwas kompensieren. Ne? Also so ein Glock-Feldmesser hat 17 cm, das ist also wirklich eine gute Messerlänge, mit der man dann wirklich von, wenn man überhaupt ein langes Messer braucht, dann langt das auf jeden Fall aus. Und das ist schon, ne, das ist auch super massiv, was man hiervon jetzt nicht unbedingt behaupten kann. Aber nur mal so im Vergleich. Kurzschwert, ne? Also wenn du das einem Hobbit gibst, dann erobert der Mordor alleine. Das ist so irre cool, dieses Ding. Ja. Wie gesagt, ich finde mal schnell noch einen schönen Platz zur Aufbewahrung. Ich weiß auch schon wo. Und das zeige ich euch noch. Und dann sind wir durch. Dann habe ich, glaube ich, mich bei allem bedankt, was ich so bekommen habe. Und wenn ich das nächste Mal in den Wald gehe, dann so. Und du kannst auf Zombiejagd gehen in dieser Ausstattung. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool, ne? Bevor jetzt noch jemand glaubt, ich glaube nicht wirklich an Zombies, aber falls doch, dann. Ja, und da habe ich euch dann auch einen schönen Aufbewahrungsort für dieses Messer gefunden, ne? Im Schwertständer. Ja, das kann man so lassen. Ich weiß zwar nicht, wo ich mein Schwert jetzt die nächste Zeit hinmache, aber das ist jetzt erstmal zum Brüllen. Den Gag muss ich mir geben. Dann muss ich jedes Mal lachen, wenn ich in den Keller komme. Das Ding ist einfach so übertrieben. Ja, das ist jetzt das Zombie-Abwehr-Set. Wie cool ist das denn? Sieht sogar noch einigermaßen gut aus. Also ich habe Spaß. Ich habe definitiv Spaß. Also nochmal vielen herzlichen Dank an alle Schenker. Und ihr habt sowas von übertrieben. Ne? Also hier auch. Du hast es auch voll übertrieben. Voll, voll. Also, ne? Und da will man gar nicht erst von anfangen. Der Wahnsinn, was ihr mir von Zeug schenkt. Also echt. Das muss aber wirklich nicht sein, möchte ich nochmal betonen. Also wirklich, 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 wirklich nicht. Nein.
Bloß nicht. Ist überhaupt kein Geschenk notwendig, davon mal abgesehen. So. Und in diesem Sinne, tschüss.